So, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ich habe es gerade schon mal angefangen, das Video aufzunehmen, aber bin jetzt nochmal gerade in eine Beratung reingezogen worden. ja, ich begrüße euch zu diesem Video, wo ich nochmal auf das Thema Lockdown und die Auswirkungen auf die sozialen Berufe bzw. die sozialen Bereiche eingehen werde. Wir haben bei uns im Unternehmen ja nicht nur Pflegekräfte, so wie ich, sondern wir haben auch Hauswirtschafts- bzw. Betreuungskräfte, Unterstützungskräfte. Die dürfen jetzt allesamt ihre Planung für nächste Woche über den Haufen schmeißen und dürfen das alles nochmal anpassen an diese neue Situation. Dadurch, dass ein Tag ja die Läden zu haben, nämlich den Gründonnerstag, zum Karfreitag, also hier bei uns ist es so, Gründonnerstag ist normal alles offen, Karfreitag ist bei uns Feiertag. So. Jetzt dürfen, wir haben ja sowieso schon die Situation, durch den Feiertag müssen ja die Kunden, Patienten, Klienten, wie auch immer ihr das nennen möchtet, die freitags normalerweise ihre Einkäufe machen oder erledigt bekommen, die müssen ja sowieso schon den Donnerstag vorgezogen werden, beziehungsweise Mittwoch und Donnerstag, damit wir das verteilt bekommen, damit die Menschen auch genug haben, weil wir in der Regel für die einmal in der Woche einkaufen fahren. Das fällt jetzt flach. Weil wir haben ja auch den Montag noch den Feiertag. Auch das müssen wir alles kompensieren und umplanen. Jetzt haben wir also mindestens drei Tage zu, wo unsere Patienten, Klienten, Kunden ihre Lebensmitteleinkäufe nicht machen können. Und wir müssen das alles umkoordinieren. Das heißt, meine Kolleginnen aus der hauswirtschaftlichen Betreuung, ich nenne es jetzt mal so, haben im Laufe der nächsten Woche drei Tage Zeit, das alles abzudecken. Und das wird für die ein höllischer Akt werden, da alle Patienten einzusetzen, alle unterzukriegen, die Einkäufe für die zu machen. Und dann haben wir ja noch die andere Sache. Normalerweise an Feiertagen arbeitet die Hauswirtschaft gar nicht. Was ist jetzt mit dem Donnerstag? Ist das jetzt ein Feiertag, der eingefügt worden ist? Haben wir ja schon mal gehabt, einen einmaligen Feiertag, Buß- und Bettag, kleines Beispiel. Den hatten wir ja dann auch mal als Feiertag, als dann die 500 Jahre Reformation waren. Also ich sehe hier für die Kolleginnen ein starkes Problem. Wir Pflegekräfte freuen uns immer, wenn Feiertage sind, sage ich jetzt ganz offen und ehrlich, weil die Straßen sind in der Regel leerer und wir kriegen Zuschlagen. Wir kriegen Zulagen. So, die andere Frage, die ich mir jetzt stelle, wie lange ist das noch möglich, dass wir diese Zulagen bekommen. Die Benzinpreise sind gestiegen in den letzten Tagen. Und das sind ja alle Sachen, die sich bei uns mit auswirken. Genauso werden wir höchstwahrscheinlich wieder Probleme mit dem Parken kriegen. Ich bin gespannt, wie aktiv die Ordnungsämter sind. Meistens machen sie bei uns Pflegekräften nicht wirklich was, muss ich dazu sagen. Also zumindest hier bei uns sind sie relativ tolerant, wenn wir dann mal bescheiden parken oder so. Aber auch da gibt es natürlich welche, die ein bisschen Übereifer haben und alles schreiben, was sie sehen. Ist ja de facto so. Wir haben eine Situation, die jetzt dazu führen wird, dass wahrscheinlich in den nächsten Tagen wieder viele Läden oder ab Montag viele Läden überlaufen werden. Auch ganz klasse im Hinblick auf ein Infektionsgeschehen. Weil wenn die Leute jetzt alle ihre Einkäufe vorziehen, dann werden die alle einkaufen gehen. Mehr Menschen. Höheres Infektionsrisiko. Theoretisch zumindest. Aber praktisch scheint das in der Politik auch wieder nicht anzukommen. Wir haben dann noch die Situation, dass der Handel ja jetzt wieder voll aus seinem Tonus rausgerissen wird. Der Tag, der Donnerstag, wie viele gehen da einkaufen? Wie viele gehen normalerweise den Samstag noch einkaufen? Und kaufen noch teilweise Geschenke, Kleinigkeiten für Kinder, Enkelkinder und so weiter. Das wird uns ja komplett genommen. Wieder ein Punkt, der dem Handel pflegen geht. Der Industrie Schaden zufügen wird. Weil jeden Schokohasen, den Lindt nicht verkauft, ist kein Gewinn für Lindt. Ist halt so. Und wie viele Händler haben jetzt wieder eingekauft und kriegen die Ware nachher nicht weg, bleiben auf der Ware liegen. Haben also da den Verlust zuzüglich der bestellten Ware, die bezahlt werden muss. Das spitzt sich immer weiter zu. Es wird sich immer mehr Widerstand regen. Jetzt kommt ja, habe ich auch auf Telegram das geteilt von den, ich glaube aus Erfurt war das, Thüringen, von den Händlern. Also das ist, also die Politik, die ist meiner Ansicht nach
in Konklamation mit den Medien ganz gewaltig dabei, eine riesige Bombe in diesem Land zum Explodieren bringen zu wollen. Wir haben die wirtschaftliche Situation, wir haben die gesellschaftliche Situation, die sehr angespannt ist. Wir haben die emotionale Situation, die immer mehr Anspannung erfährt. Wir haben Unmut auf die Politik, auf die Medien, auf die sogenannten Experten der Politik, der auch immer größer wird. Wir haben immer mehr steigende Kosten. Also ich bin gespannt, wie viel ich mehr, als wenn ich jetzt meine Stromabrechnung bekomme, wie viel ich nachzahlen muss. Wenn ich mir jetzt nicht alles täusche, müsste die Jahresabrechnung nächsten oder übernächsten Monat kommen. Ja, übernächsten eher. Und da haben wir ja ein halbes Jahr dann so gut CO2-Abgabe noch drauf und sowas. Ich bin echt gespannt. Genauso bin ich gespannt, wann diese Kindergeldzulagen kommen sollen. Wobei ich mich immer noch frage, was ich mit dem Geld machen soll. Weil ausgeben können wir es ja großartig nicht im Lockdown. Also die Wirtschaft damit ankurbeln ist nicht. Das hat einen leicht inflationären Beigeschmack, muss man auch mal ehrlich sagen dürfen. Und ja, wie soll ich sagen, meine Lieben? Ich denke mal, das, was hier brodelt, das ist gewaltig. Das ist definitiv gewaltig. Und ja, also ich finde es mittlerweile immer schwieriger einzuschätzen, wo wir im Endeffekt landen werden. Dieses Land wird vor die Hunde gefahren. Die maßregelnden Sachen werden immer weiter angezogen. Wir werden immer mehr in die Bedrängnis gebracht, dass wir in Situationen kommen, die unschön sind, die viele Probleme mit sich bringen werden. Und die Politik tut so, als wäre nichts. Die Medien tun so, als wäre nichts. Dann habe ich vorhin eine Schlagzeile gelesen im Spiegel, das multiple Versagen der Regierung irgendwie so ähnlich. Ich dachte mir schon, wow, mal ein kritischer Artikel oder was. Ja, nee, dann liest man sich den durch und denkt sich nur, also warum denkt derjenige nicht, der das geschrieben hat, mal logisch nach? Warum bringt er nicht mal Argumente ein, die Aussage in der Überschrift auch in irgendeiner Art und Weise belegen würden? Wenn ich dann in dem Artikel lese, dass das ja so richtig wäre, die Maßnahmen zu verschärfen und was weiß ich nicht alles, dann frage ich mich, da sehe ich keinen kritischen Ansatz an dem Artikel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Einmal kurz bei dem LKW-Fahrer bedanken, dass er mich gerade reingelassen hat, weil ich jetzt so eine Schleichnase vor mir hatte und nicht weggekommen bin. Also ich frage mich echt, wo das hinführen wird, meine Lieben. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr denkt. Oh, da ist, ich weiß nicht, ob ihr das seht, hier werden Panzer transportiert, Leute. Ich war jetzt eigentlich nur gerade ein Stück über die Autobahn, weil das schneller ist, als quer durch die Stadt zu fahren. Und da kommen mir hier direkt Panzer entgegen. Ihr könnt hier mal schreiben, ich habe jetzt mehrfach in den Kommentaren gelesen, dass wohl über Ostern eine NATO-Übung wieder stattfinden soll. Wenn ihr da irgendwas genaueres habt, wäre super, wenn ihr einen Artikel dazu verlinken könntet in den Kommentaren. Weil ich auch nicht immer so die Zeit habe, mich damit zu befassen. Da kommt der nächste Tieflader. Ja, der hat auch nichts drauf. Also ich finde es auf jeden Fall interessant, dass jetzt hier wieder Panzer transportiert werden. Das war zwar jetzt ein Radpanzer, also kein Leo 2 oder sowas, sondern ich glaube Fuchs heißen die. Aber interessant. Und ich will auch nicht wissen, was in den Planen der LKWs drin ist. Wie zum Beispiel, ja. Also ich bin echt gespannt, was, also irgendwas ist hier im Gange, meine Lieben. Was ganz Gewaltiges. Und wir können alle nur hoffen, dass es besonnen mal weitergeht. Dass die Menschen mal mehr nachdenken. Dass sie sich auch mal damit befassen, was wir für Alternativen haben. In dem Sinne. Und vor allem, wir müssen die Menschen auf alternative Informationsquellen hinweisen. Anders geht es nicht mehr. In dem Sinne, meine Lieben,
schönen Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bis zum nächsten, euer Mike.